Taubnessel, Goldnessel. Diese weiße Blüte hier, das ist eine sehr häufige Pflanze in Deutschland, noch eine ganz große Familie. Das sind Nelkenhexe, wie die echte Nelke. Weil das ist auch ein Tipp aus der Toskana. Hier seht ihr, wächst die wilde Waldrebe. Ja? Kennt ihr alle, wächst überall. Diese Pflanze ist ein Ranunkelgewächs und Ranunkelbutterblumen sind im Prinzip nicht förmlich für uns, sind eigentlich giftig auf Deutsch. Ne? Nur eine Stelle ist giftig. Und das ist eine Delikatesse in der Toskana und genauso hier könnt ihr das machen. Das sind hier, seht ihr all die Triebe, ne? Wie bei Hopfen kommen da so die Spitzen. Und hier in der Mitte, der erste Trieb, der noch nicht auseinandergegangen ist, den gehen die Toskaner alle sammeln, wenn sie unterwegs sind. Schieben sich so eine Handvoll dann in die Hosentasche, gehen nach Hause, kochen das kurz in Salzwasser und quirlen das ins Rührei. Das ist wirklich aufregend. Also sag mal ganz kurz, ich habe ein Buch von 1850 von meiner Oma, die deutsche Hausfrau. Was die also soll, damit sie klug handelt. Ne? Und dann geht es folgendes. Ja, und damit ihr mich seht, ich nehme hier noch mal ein Stückchen. So, ja. Ganz viele große weiße Schirme. Kann man die Blüten auch essen? Die Blüten essen, die Schoten essen, alles. Ah, wirklich. Das habt ihr auf eurem Zettel. Lattich. Lattich, ja. Hätte ich jetzt gar nicht mehr gesehen. Der wächst ja nicht, aber der wächst ja nicht so hoch. Was ist das jetzt? Ich sag vielleicht noch mal. Daher, die Pflanzen werden immer weiter untersucht, diese wenigen, von denen wir Ahnung haben. Es kommen immer mehr Wahnsinnssachen raus. Lecker, ne? Bevor du auf den Tisch kommst, hallo da. Und dann. Kinder überraschen. Einmal ist es auf dem Tisch? Ja.